Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Durchstarten. In diesem Video geht es um das Schicksal von Hans Bauer. Ich empfehle euch dazu, das erste Video zu Hitlers Flugzeug zu gucken, da wir dort eine Vorgeschichte zu diesem Video hatten. Viel Spaß und genießt das Video. Der Steward durfte den Passagieren eigentlich alles bringen, außer Alkohol. Alkohol war an Bord des Flugzeugs strikt verboten. Und die vier Gäste Hitlers durften in seiner Kabine auch nicht rauchen. Das war allerdings in der Heckkabine erlaubt. In der Heckkabine fanden weitere 11 Leute Platz. Das waren zumeist Politiker oder Leute von der Armee. Die Stühle waren in Zweierformation und gegenüberliegend angeordnet. Das Flugzeug, also die Focke Wulf 200 Condor, hatte aber einen fatalen Fehler. Dieser lag in der Konstruktion der Bremsen. Denn bei einer starken Landung, also bei einer harten Landung, oder wenn der Pilot zu stark gebremst hat, dann waren die Bremsen danach überzentriert. Das heißt, die Bremsklötze waren, die schleiften noch an dem Reifen und es entstand Reibungshitze. Und aus Hitze kann dann auch irgendwann mal Feuer werden und das ist auch häufiger passiert. Es wurden insgesamt 276 Focke Wulf 200 gebaut und ein paar gingen deswegen verloren. Verloren? Warum das denn? Ich meine, also es handelte sich ja nur um einen Brand. Nun, diese Frage ist schnell gelöst, denn das Fahrwerk konnte natürlich eingefahren werden. Und wenn das dann brannte und dann das Fahrwerk direkt neben den Kraftstofftanks im eingefahrenen Zustand war, dann war das gar nicht gut. Denn da wollte man natürlich an letzter Stelle das Feuer haben und es konnte passieren, dass dann das ganze Flugzeug in Flammen aufging oder schlichtweg explodierte. Hitler hatte deshalb bei seinen Landungen immer ein Löschteam am Boden, das sofort löschen konnte, falls ein Brand bei der Landung entstand. Das Regime ging auch irgendwann dem Ende zu. Hitler konnte nicht mehr so lange Reisen machen, denn die Fronten wichen auf jeder Seite zurück. Und schließlich war es dann eigentlich schon komplett vorbei. Am 30. April 1945 waren Hitler und Hans Bauer im Führerbunker in Berlin. Zu dieser Zeit belagerten die Russen schon die Stadt und Hitler hoffte verzweifelt noch auf eine Armee, die nicht kommen sollte. Berlin konnte nicht befreit werden. Zu diesem Schluss kam auch Hitler und er wollte nicht mit Hans Bauer flüchten. Hans Bauer drängte ihn dazu. Er sagte, er wolle ihn an jedem Ort der Welt fliegen. Doch Hitler hatte zu große Furcht, den Russen in die Hände zu fallen. Er wollte nicht vom Diktator der Sowjetunion, Josef Stalin, der Welt vorgeführt werden. Und so begann Hitler am 30. April 1945 Selbstmord im Führerbunker. Nicht aber ohne Hans Bauer für seine treuen Dienste zu danken und ihm ein Bild, ein Porträt zu schenken. Das könnt ihr übrigens oben im Bild an der Wand sehen. Das Porträt zeigte den Preußenkönig Friedrich den Großen. Das war ein Idol von Hitler und dementsprechend war ihm das Bild ziemlich wichtig. Hans Bauer und Hitler hatten generell eine sehr enge Bindung zueinander. Martin Bormann und der Pilot wollten dann zusammen fliehen, doch sie kamen nicht weit. Sie kamen gerade mal aus dem Führerbunker und ein paar Straßen weiter, als sie schon unter heftiges Granatfeuer von den Russen genommen wurden. Der ehemalige Reichsleiter
von dem Großdeutschen Reich. Martin Bormann war sofort tot. DNA-Proben, die 1972 gemacht wurden, zeigten, dass es auch wirklich Martin Bormann war. Hans Bauer dagegen war schwer verletzt. Er blutete. Und als er den Russen mit der Hoffnung auf sofortige medizinische Hilfe sagte, dass er der Pilot von Hitler sei und dass er der SS angehöre, glaubten sie ihm nicht. Das könnte ja jeder behaupten, sagten sie. Und so stritten sie sich noch ein bisschen untereinander und Hans Bauer drohte zu verbluten. Die Soldaten sahen dann ein, dass sein Bein amputiert werden müsse, da er ansonsten sterben würde. Doch man konnte kein Skalpell finden, geschweige denn Betäubungsmittel. Und so nahm ein russischer Soldat schlichtweg sein stumpfes Taschenmesser und Hans Bauer wurde unter Qualen sein Bein abgenommen. Der Pilot ging dann auch sofort in Gefangenschaft und dort wurde er verhört. Man wollte natürlich wissen, lebt Hitler noch oder lebt er nicht? Denn man konnte seine Überreste erst nicht finden. Aber Hans Bauer sagte dann, dass die Überreste im Garten der Reichskanzlei zu finden seien. Und es wurden ja auch schließlich kleine Überreste gefunden und man vermutet ja auch, dass diese von Hitler stammen. Aber er wurde trotzdem befragt. Es könnte ja sein, dass er Hitler zur Flucht verholfen hatte. Und so wurde er, nachdem er schon 5 Jahre Gefangenschaft bei den Russen abgesessen hatte, am 31. Mai 1950 zu 25 Jahren Gefangenschaft verurteilt. Das war natürlich ein sehr, sehr schwerwiegendes Urteil. Doch Hans Bauer wurde 1955 schon freigelassen. Was heißt schon? Er war ja schon 10 Jahre in Gefangenschaft. Und ja, das hat ihn wahrscheinlich auch geprägt, da er eben in Arbeitslagern war und ständig verhört wurde. Nach seiner Gefangenschaft wurde Hans Bauer befragt über Hitler und über seinen Beruf generell. Hans Bauer sagte dabei, er leugnete praktisch den Holocaust und er sagte, dass das Propaganda der Alliierten sei, um die Leistungen von Deutschland vor dem Krieg und im Krieg zu beschmutzen. Das ist natürlich völliger Unsinn, aber es zeigt, was für ein überzeugter Nationalsozialist Hans Bauer war. Hans Bauer starb 1993 im Februar im Alter von 96 Jahren. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sind jetzt tatsächlich am Ende. Und ja, ich habe meine Nervosität überwunden und wenn ihr dann sagt, ja, macht doch mal die letzten Videos doch mal neu. Das wäre vielleicht besser, dann könnte man dir besser folgen. Dann schreibt das doch einfach in die Kommentare. Des Weiteren würde ich mich über einen Daumen nach oben und über Verbesserungsvorschläge freuen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und schönes Wochenende.